Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Runde. Wir spielen The Walking Dead und in der letzten Folge hat Ben uns gebeichtet, dass er die Banditen mit Medikamenten und so versorgt hat, weil sie ihm gesagt haben, er hätte einen Freund von ihnen gewahrsam gefangen genommen und nur so könnte er ihn das Leben retten. Auf einer Seite, klar, verstehe ich ihn, er wollte nur seinen Freund retten, aber auf der anderen Seite, deswegen ist halt Katja und Doug eventuell gestorben. Aber nun gut. Und mit Omid reden. Lernst du, wie er es schafft? Learning the ropes? Can't be too hard, right? There are a lot of levers I can't wait to use. I said if something were to happen to me, maybe we can drive in ships. We'll see. Wie habt ihr es soweit geschafft? How have you two made it this far? You seem dangerously normal. Krista doesn't let us join groups, and I'm a fucking scrapper. I got the feeling she takes care of you. Please. I've saved her ass hundreds, tens, sometimes. Oh. Seven seit er von zu Hause weg. How long since you've been home? Like 6 months. We were on the road for a while, and then, you know. That's rough. Our cat is gonna be pissed. Talk to you later. Uncanny to get to dear, mein Freund. Teaching him anything? Trying to. Okay, mit Kenny kann man nicht reden. Die Frage ist jetzt eigentlich, wo ist Ben? Ah, hier, meine Clementine. Hey Clem, wie geht's dir? You interrogating this woman for us? Yep. She set off any alarm bells? Not yet. She's very thorough. That's what I like to hear. Hey there. That's a pretty useful radio for her to be holding on to, no? It's busted, but it means something to her. Oh, I understand. Vorsicht, sie ist sehr treffsicher. Wo kommt ihr her? Wie kann man den Tango... Vorsicht, sie ist sehr treffsicher. Careful, she's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Yep. Look, I don't need a lecture. You weren't getting one. It's good. She should be able to take care of herself. Wo kommt ihr her? Where are you from? San Francisco. Jeez, a long way from home. I blame the one in there. He wanted the great American road trip. Well, he got a little more than he bargained for, huh? Who the hell is into Civil War history anyway, other than old white guys? Aww. You two will be thick as thieves. Worüber habt ihr euch gestritten? What were you two arguing about when I was coming up the ladder? Nothing. If you're gonna be around for a while, it'd be good to know what baggage you got. And maybe we won't be around for a while. Okay, we come on. Not sure how we'll get that tank down. Maybe ask Omid. He likes to break things. Okay. Der Plan war ja auch noch, zum Bahnhof zu gehen. Also tun wir das jetzt auch. Und bewegen uns jetzt mal Richtung Bahnhof. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Als Team, also, okay, cool. Survivor Inside. Überlebende in drin. Okay, schauen wir uns natürlich alles an. Das nicht vielleicht reagiert auf irgendwas hier. Somebody was doing some painting. Okay, da hat er reagiert. Vielleicht bei den Bildern auch irgendwas. Okay. Is
Somebody was doing a lot of painting. Oh ja. Okay. Unser Clem wartet schon. Okay. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. So, anschauen. I can't see in there. Dann geht nicht. Und schubsen. Won't budge. Gabi-Stabi. Gabi-Stabi. Doesn't look like that thing's worked in years. Okay. Ah, Fenster. The window's open up there. Maybe I could look in? Klingt nach einer guten Idee, aber ich hab da irgendwie... We'll have to find a way in. Okay, also muss ich das mit der Hand machen. Why don't I put you on my shoulders and you can peek into that window up there? Sounds good. Das ist das Einzige, was wir tun können. Okay, I can see in. What do I do now? Es ist schwer. Es wird schwer sein, die Tür zu öffnen. Spring rein, wenn du kannst. Getting this door open is gonna be tough. It might not be that hard. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny probably had me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Die ist echt tough, die Kleine. Well, I'll be damned. Ich finde Clementine super. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Oh, das ist so süß. Alles klar, Clem, wir passen auf. God damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Wish that thing was in my hands instead of over there. It's too dark otherwise. Okay, dann halt das. Okay, Clementine. How are we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the taker out there. Okay, Clementine, wir müssen aufpassen. Hier hinten sieht nichts. Vielleicht hinten in den Kisten. Können wir da nachschauen, ob da jemand ist? Kein Bock, überrascht zu werden. That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Leeres Regal. They didn't have much business back then. Okay. Schlüssel. There are keys over there. For the gate? I hope so. Nur noch einer, okay. Rankommen tun wir nicht. Can't reach him from here. Versuch war es ja wert. Okay. Käfigtür. Locked up good. Natürlich. There's aber ich habe da kein gutes there. Gefühl dabei. Not much. We're lucky I'm so little. Yeah, we are. Aber ich glaube, das ist die einzigste Möglichkeit. You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. The keys are on the opposite wall. Grab him and let's get this gate open. Clem, bitte pass auf dich auf. Grab the keys, Clem. Come on, scoot. Clem? Behind you! Whoa! Fuck! Ah, scheiße. Was zum... Warum nicht schmeckt es dir? Ich hab gar nicht... Sie sind tot. Ja, das habe ich mitbekommen. Danke.
Aber ich habe die W-Taste gedrückt zum Laufen, aber der lief nicht. Come on. Okay, okay, die kommen jetzt, die kommen jetzt, die kommen jetzt. Behind you! Fuck! Ihr wollt Stress? Den könnt ihr haben. Okay. Oh Gott. It's okay, it's okay. Everything's fine. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, oh nein. Keys, now! Nimm die Schlüssel. Schlüssel auswählen. Öffne das Tor. Und goodbye, amigo. So good. Nee. No, it did not go so good, but we're okay. Everything's okay. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. Yeah. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Wir sind tough. Wir haben's drauf, wir haben den Stil. Wir kümmern dich um dein Einkommen. Es war dumm. Wir haben es geregelt. Es war dumm. It was stupid. You think? What do you want me to say? I'm trying to teach her how to take care of herself. We're getting used to working together. I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. Wir leben noch, nicht wahr? We're still alive, aren't we? Yeah, you are. Chris, wir das nicht vergessen, hoffentlich. Erstmal mit Clem reden. Na, Clem, wie geht's dir? You sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. Okay, dann nehmen wir jetzt mal das in der Hoffnung, dass dann niemand mehr auf uns wartet. We got it. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. Nein. Du musst lernen abzudrücken. Wir haben gelernt, keine Angst zu haben. Not to be afraid. They should have got us. But we got them. Yeah, you're right. Fear is the thing that will kill us. You understand? Ich meine, es ist gut, Angst zu haben, keine Frage. Ich meine, ich erschrecke mich auch ganz schön oft, aber in so einer Welt, ich glaube, Angst, da wird man wie soll ich sagen, man traut sich nicht mehr zu schießen oder sich selbst zu verteidigen, weil man einfach paralysiert ist von der Angst. Und das kann einen töten, das will er, denke ich mal, will er damit sagen. Also so würde ich es versuchen, irgendwie rauszudrücken. Aber das Tolle ist, Point-and-Click-Adventure, das ganze Ölteil in irgendwo... I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Okay, das ist klar, Omid. Okay, die zwei unterhalten sich. Ich kenne ihn noch da draußen. Naja, auf dem Zug. Zu dem gehe ich jetzt aber nicht rein. Wir wollen natürlich schließlich weiter. Okay. Dann schneiden wir uns mal los hier. Hose has a leak in it. Oh, nice. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Der macht sich eher Sorgen um seine Augenbrauen, als dass das Ding irgendwie was anderes in die Luft fliegt. Okay, gut. Tja, Omid, der ist schon cool. Okay, dann
fangen wir mal an, uns hier rauszuschneiden. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Boah, danke, Omid. Thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. I can't reach it now. Okay, Omid. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are! Honest, God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Ach, da ist Ben. Oh nein, die Horde. Guys, there's something coming. What the what? There must be thousands. We gotta go. Fuck. Omid, cut, cut. I am. It's going. Pull me up. Komm schon, komm schon. Jawohl. Kenny, go! Shit! What the hell do we do now? Wie wär's, wenn wir das runterschmeißen? What the god, this works. Holy crap! Okay. Wir müssen jetzt springen. We gotta jump. What? No way. Wenn der Tanker in die Luft fliegt, dann sollten wir springen. Du bleibst wie die andere mit deiner Frau springen. Jump. No. Jump, damn it. Still no. Fine. Oh nein. Okay. Nein, 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 nein. Omid ist verletzt. No, her, not me. Krista, no! Fuck! You piece of shit, she's a woman, don't you know? Ja, was? Mann, du bist verletzt. Ich. It's okay. Ich hasse sowas, okay. Echt. Mann, ey. That was a lot of them. Are you hurt? No, we're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Meine Fresse, ey. Dass ich den runtergeschmissen habe, hat wohl auch nichts gebracht. Abgesehen, dass es halt jetzt ein bisschen brennt. Shaverna, ne? Oh. Was hat Clem da? Ist das Kenny? Oh ja, Katja, Doug und Kenny. Scheiße. Next stop, the Atlantic. We're finding Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Looking for them there. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. Du wirst nie heilen. Du wirst es schon schaffen. Du wirst nie heilen. You'll never get over today. That's all I keep thinking. Try to think about what's ahead of you. That's why I keep thinking it. I'll leave you to your thoughts.
Na, Clem. Oh, wie das Leben. Cool, like I've never seen. Was? Die Tasche sei kaputt. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. Yeah, ich auch. So did I. Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents... Y'all might want to rethink your plan. Bisschen, ja. Das nächste Mal bei The Walking Dead. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents. Savannah's more dangerous than I thought it would be. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street, now! Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. The Walking Dead Episode 4 und Episode 4 hinter jeder Ecke. So, nun zu den Statistiken. Schnell, barmherziger Tod. Du hast das Mädchen auf der Straße getötet. Du und 59% der Spieler haben sie nicht erschossen. Wow, die Mehrheit. Zurückgelassen, hast du Lily zurückgelassen. Du und 42% der Spieler haben sie zurückgelassen. Okay. Konfrontation. Du hast du mit Kenny gekämpft. Du und 44% der Spieler haben Vernunft eingeredet. Ja, finde ich besser. Warum sollte man so einen Freund schlagen? Er war nur fix und fertig mit seiner Welt wegen Doug, ne? Eine schwere Last. Hast du Doug erschossen? Du und 79% der Spieler haben ihn erschossen. Es gibt echt, dass es echt Leute gibt, die sogar Kenny dazu verlangt haben, ihn zu erschießen. Entweder sind es die Leute, die einfach wissen wollen, wie es halt weitergeht, wenn er es erschossen hat, oder weil ich könnte das niemals. Ich könnte niemals mein eigenes Kind erschießen, da wäre ich froh, wenn jemand anderes es machen würde. Eine helfende Hand. Hast du Omid geholfen? Du und 55% der Spieler haben Omid geholfen. Okay. Puh, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt und. Ja, ich würde einfach sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, hinter jeder Ecke. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.